Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall. Wir sind hier im letzten Part stehen geblieben. Was haben wir im letzten Part bekommen? Also. Hallo Totti, welch Unglück. Es ist schrecklich. Was soll ich... Oh nein, es ist scheiße. Was soll ich nur tun? Bitte komm schnell zurück. Was ist unserem Herrn denn da passiert? Wir haben im letzten Part unser erstes Pokémon bekommen, nämlich unser Feurigel. Ist ein schönes Pokémon. Der Angriff, der physische Angriff ist nicht so dolle, aber der Spezialangriff ist dafür sehr, sehr hoch. Etwas erhöht. Und wir haben ein Paket. Ich mach mal ein bisschen leiser. Ich find's ein bisschen laut. So. Wir haben ein Paket abgeholt, von Mr. Pokémon, was wir jetzt Professor Lind geben sollen, nämlich ein Rätselei. Bin auch mal gespannt. Bebelion. Na, alles gut. Ich bin soweit ganz gut ausgeschlafen und ich bin jetzt auch schlauer, was das, Leberhack. Aber besser als eine Katze. Was dein, was das mit den Punkten auf sich hat. Und zwar hast du, oder zumindest ist das ein Zweit-Account. Und das ist jetzt meine Info. Moment, ich habe hier irgendwo ein Foto. Moment. Ich schicke dir das einmal über Twitter. Wenn du denn Leon bist, aber davon gehe ich mal aus. Wo haben wir es denn? Twitter. Wo bist du denn? Zack. Da bist du. Nachricht senden. Moment. Ja. Jetzt müsstest du ein Foto bekommen haben. Was hast du zu sagen? Mit ihm haben wir ja schon gesprochen. Und zwar ist das ein zweiter Account, deswegen hat mein Chatbot den auch nicht gefunden, beziehungsweise jetzt hat er ihn gefunden. Deswegen liegt das wohl daran, ich weiß nicht, vielleicht hast du dein Passwort vergessen oder so, das weiß ich nicht. Die Stadt, in der waren wir auch schon. Du hast ein Pokémon aus dem Labor? Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Wir sind jetzt wirklich noch ein Schwächling. Hast du es kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Bin mal gespannt, welches er hat. Eigentlich müsste er ja Kanimani haben, oder? Ein Foto müsstest du bekommen haben. Fragezeichen möchte kämpfen. Tackle. Ich habe es halt mehrmals überprüft. Mehr kann ich halt nicht machen. Ne? Da sind mir leider die Hände gebunden. Aber im Endeffekt, dein Plüschtier Evo, die hast du ja zum Glück schon bekommen, von daher. Was ärgerlich gewesen wäre, wenn du 300 oder 400 Punkte gehabt hättest, natürlich. Aber da hätte man sicher eine Lösung gefunden. Hättest du als Beispiel 950 Punkte oder 980 Punkte, weil ich die letzte da gesagt hat, hier ist es weg. Hätte ich es ja natürlich geschickt. Na, ja. Ist klar. Das war pure Zeitverschwendung. Ah, okay. Obwohl wir verloren haben. Mein Name ist... Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Was noch ein bisschen schade sein könnte, wenn du zum Beispiel, oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt am Ende des Jahres, weiß ich nicht, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich da irgendwann nochmal eine höhere Stufe setzen werde.
Aber nicht bevor mein Kanalbanner fertig ist. Auch mein Kanallogo ist ja jetzt schon fertig. Und mein Kanalbanner braucht, denke ich, noch bis zum Sommer hin. Ich weiß es nicht. Und wenn ich dann soweit alles vorbereitet habe, auch mit dem PayPal-Konto etc. Also ich habe zwar jetzt ein PayPal-Konto, aber ich habe halt noch so ein paar Sachen, die ich machen möchte. Sowas wie Spendenkonto auf PayPal einrichten, damit wirklich auch die komplette Donation, also geht jetzt zwar auch die komplette Donation an die an den Tierpark, aber dass ich da safe bin, solche Kleinigkeiten halt, ne? Und weiß nicht, vielleicht sage ich dann irgendwann mal, ab 50.000 Punkte kann man ein Privattreffen, dann zeige ich mal hier alles auf YouTube oder kriegt eine Autogrammkarte bestimmt. Das ist noch alles in Arbeit, also, ne? So, wir wollen erstmal gucken, was Professor Linter jetzt gemacht hat oder passiert ist. Ich hörte hier ein... Hier sei ein Pokémon gestohlen worden. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei deinem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hatte er hatte dir seinen Namen genannt? Wie sollen wir unseren Rivalen nennen? Heißt dann nicht normalerweise... Ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt übrigens nicht. Wie nennen wir ihn denn mal? Soweit ich weiß, ist es in Gold Silber und in Gold ist es Silber. Also so umgekehrt, ich weiß aber nicht. Wie nennen wir dich dann? Wie willst du genannt werden? Was sind die Fressfeinden von Schildkröten? Gibt's vieles. Vögel... Ah doch, ich weiß was, oder? Schau mal, das passt. Mister... Vier Buchstaben haben wir noch. Mister... Ich würde jetzt eigentlich sagen Mr. Croc, aber... Wir nennen dich jetzt Mr. Dieb. Damit jeder auch weiß, dass du ein Dieb bist. So, Mr. Dieb. Okay, sein Name war also Mr. Dieb. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Nicht dafür. Torti, es ist schrecklich. Oh, was hat Mr. Pokémon denn Großes entdeckt? Torti, übergib Professor Lind das Rätselei. Das hier. Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Torti, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Boah, Torti, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Na, den ersten Kampf haben wir verloren. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Liga annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola City. Torti, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mutter sprechen. Mama... Kriegen wir jetzt unsere 5 Pokebälle, oder? Benutzt dies auf deiner Pokémon-Reise. Ja, wer kriegt 5 Pokebälle? Um deinen Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wir Pokebälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Dankeschön. Auf jeden Fall hilfreicher Gehilfe als in Alabastia. Wo ist unsere Mama denn? Hier oben. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Verstehe. Du beginnst also ein Abenteuer. Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich nur für dich tun? Ich weiß. Ich werde für dich
Sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich ein bisschen Geld sparen? Ach komm, ja, machen wir mal. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. So, danke Mama. Hast du noch hier was zu essen für mich? Was mich interessieren würde, haben wir auch was auf dem PC, einen Trank oder so jetzt? Nein, okay, schade. Ah, Feuerregel. Vielleicht sollten wir zumindest mal ein paar Pokémon besiegen, damit Feuerregel auch Level up wird. Also. Ja, wozu denn jetzt hier? Ah, okay. Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Mach mal gerne. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Eine Radfratz. Ein wildes Pokémon erscheint. Ah, ich bin mal gespannt, wie er heißt. Kumpel setzt Pokéball ein und geht in der ersten Genesis Greis. Und du willst es nicht schwächen, Kumpel? So geht das. Wenn du sie zuerst schwächen kannst, zuerst schwächst, kannst du sie leichter fangen. Dankeschön. Ah, übrigens, es ist doch möglich, ohne einmal ins Gras zu gehen nach Neuborgia. Ich hab's nochmal getestet. So, Feuerregel, das schaffst du doch jetzt, oder? Guck mal, wie schwach unser Feuerregel ist. Das ist so. Aber wenigstens ist die Spezialverteidigung einigermaßen. Eigentlich will ich Feuerregel wenigstens auf Level 8 haben, bevor wir weiterziehen. Also sprich, unseren ersten eigentlich offiziellen Trainerkampf haben. Danke dir für deinen Host, Leon. Tackle. Hut. Aber Hut kann, glaube ich, auch nur Tackle. Schnabel erlernt das erst später. Und Level 7, aber Hulu gibt gut EP. Und warum geht meine Attacke daneben? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat Heuler noch nicht mal eine Wirkung so schwach wie unser Angriff ist. Also was übrigens auch zu Gen 2 dazugekommen ist, ist unten der Balken, wo du siehst, wann ein Pokémon ein Level erreicht.
Sehr, sehr schönes Detail. Und der Typ Unlicht und Stahl ist dazugekommen in der zweiten Gen. Heuler. Kriege ich dich jetzt mit einem Tackle down oder hast du noch was? Gehen. Zwei Pokémon aber schnell besiegen, dann sind wir zumindest Level 8. Auch wenn ich glaube, Glut erlernen wir erst mit Level 10 oder so, aber... Wir machen uns da jetzt auf nach Viola City. Das müsste eigentlich eine Flugarena sein. Der Arena heißt, glaube ich, Fight. Fight? Ich glaube schon. Mit Flug-Pokémon. Im Anime, tauschen Ash und er sich hier aus. Und er hat, soweit ich weiß, hat er einen Tauboss. Und Ash hat gesagt, er hatte auch mal einen Tauboss. Und er hat es halt freigelassen in Vatania, halt. Ich verstehe es bis heute nicht, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Achso, und es wird ein Shiny Hunting geben. Also das nächste Shiny Hunting ist ja jetzt Pokémon Mystery Dungeon. Das kommt jetzt die nächsten 2-3 Wochen. Und dann wird es auch ein Shiny Hunting in Pokémon Gold, Pokémon, ist ja schon Pokémon Gold, Pokémon Kristall geben. Weil ab der zweiten Gen gibt es die schillernde Pokémon, beziehungsweise Shinies. Ich glaube, die Chance ist 1 zu 8000, schieß mich tot. Also... Ich werde es natürlich auf 12 Stunden begrenzen. Es wird wieder wie in Pokémon Schild sein. Wenn wir eins, wenn wir keins bekommen, dann haben wir Pech. Wenn wir eins bekommen, happy. Ne? Aber ich gehe eher vom Schlechteren aus. Bei Pokémon Mystery Dungeon, da denke ich eher, dass wir eine Chance haben. Aber weil da spawnen die Shinies ohne Ende. Also. Ich muss mir erstmal so ein bisschen Gedanken machen über mein zweites Teammitglied. Spätestens bei Miltang. Also ich möchte es wieder so wie der ersten Gen eigentlich. Dass ich dann so Orden 2, Orden 3 jeweils dann auch ein Pokémon mitnehme. Aber das klappt meistens nicht immer so wie ich möchte. Weil in Pokémon Gelb haben wir auch... Pokémon Gelb hatten wir auch erst ab der vierten, ab dem vierten Orden, also am Farborden, 4 Pokémon. Und erst ab dem fünften Orden 6 Pokémon. Wir könnten unserem Feuerregel trotzdem mal eine Beere geben. Achso, und das ist natürlich auch neu. Du kannst hier Pokémon das erste Mal Items geben. Habe ich auch noch nicht. Habe ich auch vergessen zu erwähnen. Hier ist unser erster Trainerkampf. Ich habe verloren. Ich versuche, meinen Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Ich bin auch schwach. Voll kann auch keine Spezialattacke.
Ein Radfahrtslevel? 4. Ein Hyperzahn wirst du ja noch nicht drauf haben. Wieder verloren. Mist. Und ein Teil wird nach Hause geschickt. Mich interessiert eigentlich, wie viel nach Hause geschickt wird. Okay, 3000 haben wir, glaube ich, eh Startkapital. Oder? 98 haben wir gerade verdient. Oder? Gucken wir gleich mal nach. Nach dem Trainer hier. Wie viel prozentual immer nach Hause geschickt wird. Ich glaube 10%. Ich weiß es aber nicht. Du willst hier durch, dann musst du kämpfen. Ach komm, Level 9 hätte ich doch noch erreichen können. Da ist der erste Volltreffer, den wir kassieren. Neun. Feuerregel will noch keine Glut erlernen. Okay, 64 Poké-Dollar. Schauen wir mal, wenn das jetzt mal interessiert. 64. Warte, 40 bis 48. Okay, 48 haben wir behalten. Der Rest wurde nach Hause geschickt. Nein? Okay. Das sind Pi mal Daumen. Ja, ungefähr 10%. Bisschen weniger. Okay, und wer bist du? Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Danke für den Tipp. Anstatt eines Käfer-Pokémon traf ich auf einen Trainer. Ah, du bist ein Käfersammler oder was? Ein Käfersammler, ja. Diesmal werden wir natürlich kein Smetbo ins Team nehmen. Hatten wir in der letzten Gen schon. Noch ein Robby. So wenigstens ein Saftkorn einsetzen können. Oder ein Hornyu. Mal kurz den Ton wegmachen. Moment. So. Kann weitergehen. Tackle. Du bist zu stark.
Altersgruppe 31. Und was ich auch so schön finde ab dieser Gen ist, du kannst sie ansprechen, beziehungsweise musst dann nicht mehr direkt auf dein Pokémon gehen und eine VM einsetzen. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ja, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Part machen. Der Typ hat doch eine Attacke TM für uns, oder? Heute bin ich der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich das Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Bei ihm kriegt man, glaube ich, Schlafrede. Ich weiß es aber nicht. Was später dann? Ich habe einige Pokémon gefangen. Lass uns kämpfen. Gerne. Level 10. Nice. Oh, 4 Pokémon hat er. Alle auf Level 2, ne? Ne, sogar auf 3, okay? Da kommt Feuerregel jetzt aber gut, oder? Ja, spätestens auf 14. Lilane müssen doch Obis Fühler sein, oder? Eigentlich schon. Und Pokéball gefunden. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arena-Leiter von Viola City. Ja, da hören wir das erstmal von ihm. Ich frage mich aber, welches Pokémon er gefangen hat. Kann ja eigentlich nur ein Zubat. Dummiesel könnte es auch sein, wenn er weiter vorgedrungen ist. Tach auch. Warst du im Knofensaturn? Nein, da gehen wir aber noch hin im nächsten Part. Ich bin zu weit gelaufen. Ich sollte zu Hause anrufen. Oh ja, das auf jeden Fall. Sonst machen sich deine Eltern noch Sorgen. Man sagt, dass in Knopfensaturm Geister umgehen. Pokémon-Attacken des Typs normal zeigen bei Geister keine Wirkung. Das stimmt. Vom Nebula gibt es dort. Was haben wir hier? Ich sammle Pokémon. Hast du einen Knopfenser? Möchtest du es gegen mein Onix tauschen? Nein, danke. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, wird schneller wachsen. Aber wenn du nicht im Besitz des passenden Ordens bist, gehorchen sie dir vielleicht nicht. Ich habe mich immer früher gefragt, was das hier ist, ne? Dieses Blaue, das sind diese japanischen Sitzkissen, wo die sich halt immer hinsitzen, ne? Schneller mal ins Pokécenter, vielleicht können wir die Stadt sogar noch schnell erkunden. Boah. Schwester Joy wünscht uns sogar einen guten Abend.
Es war vor etwa 3 Jahren. Team Rocket hatte etwas Übles mit den Pokémon vor. Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ein junger Trainer hat sie zerschlagen. Ob das wohl rot war? Wie heißt ein Kristall denn eigentlich? Müsste rot sein, ne? Pokémon sind schlau. Sie gehorchen nur Trainern, vor denen sie auch Respekt haben. Hat der Trainer nicht genug Orden, machen sie, was sie wollen. Ich frage mich, ob der Orden irgendwas Mystisches an sich hat oder ob den Pokémon von vornherein eingetrichtert ist. Ah, ein Orden! Ein Kerl namens Bill hat das Pokémon-PC-Lagerungssystem erfunden. Ja, den haben wir auch schon getroffen in der letzten Gen. Hier kommt man noch nicht lang. Was ist das hier? Ich tausche mein bestes Pokémon mit diesem Kerl. Ja, das Pokémon, das ich bekommen habe, hält etwas. Ja, Items. Okay, wir setzen hier doch nochmal einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann.